herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zeige ich dir, wie du die Kamera richtig einstellst für die Produktion von Chemievideos und wie du das Pult vorbereitest. Dazu gehen wir mal eben hier hin. Das erste ist, wir stellen die Kamera ein. So, das heißt, wir machen die erstmal hier an, dann fährt die Kamera hoch und wir machen natürlich hier wieder die Funkstrecke an. Die Funkstrecke, die am Mann ist, die es bei mir ist, die mache ich natürlich selber an. So, jetzt haben wir hier die Kamera haben wir auf einem wunderbar und Wagen. Das heißt, wir können die sehr, sehr leicht verschieben. Wir müssen kontrollieren, dass hier auch wirklich ein Audiosignal da ist. Du siehst, da ist jetzt keins. Das heißt, dass der Taschensender, der da ist, der ist wahrscheinlich noch ausgeschaltet. Da immer mal kontrollieren. Es gibt ja auch eine Kopfhörerbuchse, die befindet sich da. Da kommt dann noch der Kopfhörer rein. Da kann man immer überprüfen, dass das Audiosignal auch vernünftig ist, dass keine Störgeräusche da sind, weil da müssen wir manchmal, stört die Funkstrecke, wenn hier Schulbetrieb ist und ganz, ganz viele tausend Handys an sind, da müssen wir die Frequenz eben wechseln. Deswegen immer kontrollieren, wenn hier gefilmt wird, wird immer kontrolliert, dass auch der Ton vernünftig ist. So, jetzt müssen wir die Kamera nicht zu dicht dran, nicht zu weit weg. So, wie stellen wir die ein? Als allererstes hier haben wir den Zoom hier oben drauf, damit können wir ranzoomen und wieder wegzoomen. Wir zoomen erstmal komplett raus, ne? So, und jetzt habe ich an der Tafel, wie du siehst, das zeige ich dir mal eben live, weil dann siehst du es besser. Da sind zwei Punkte, zwei grüne Punkte, ne? Der untere Punkt ist, wenn ich Experimente zeige auf dem Pult, und der obere Punkt ist gleich für die Einstellung, wenn ich was an der Tafel erkläre. So, und das zeige ich dir mal eben, wie ich mir das gedacht habe. Hier kannst du das Ganze hoch und runter bewegen. So, und jetzt filmen, jetzt habe ich ja rausgezoomt komplett und dann gucke ich das hier bei der Kamera am oberen Bildschirmrand. Ich weiß gar nicht, ob du das siehst. Da, dass der Punkt quasi, da musst du eben gucken, hinter dem roten, da oben kommt er jetzt, ne? Über dem roten, da ist jetzt der Punkt. Das ist ja so am oberen Bildschirmrand ist der Punkt. So, das ist jetzt der Punkt, wenn ich irgendwas an der Tafel erkläre. Das ist quasi die Einstellung. So sieht man das Pult ein bisschen weniger. So, das heißt, du kannst ruhig hier, weil das Pult interessiert uns nicht. Das heißt, wir fahren die Kamera so weit ran, dass wir das Pult nicht mehr sehen und stellen es dann so ein, dass der Punkt da oben am oberen Bildschirmrand ist. Das ist jetzt quasi die Einstellung, wenn ich was an der Tafel erkläre. Die untere Tafel kommt natürlich runter, dass man den ganzen Kram hier nicht sieht. Ne? Und die Tafel muss gewischt werden, ist ja logisch. Und auch das Pult eben einmal abwischen. Da darf auch nichts liegen, so wie der Schlüssel jetzt. Da darf nur der Gasbrenner. Und dann ist das Pult hier komplett abgeräumt. Hier steht manchmal noch die Kamera. Da ist doch so eine Dokumentenkamera, die darf da natürlich stehen. Aber alles andere muss hier weggeräumt werden. Die Tafel vernünftig wischen, dass es alles vernünftig aussieht. So, und jetzt gibt es noch die andere Option, dass ich irgendwelche Experimente auf dem Pult zeige. Dann muss natürlich hier das Pult gefilmt werden und dafür ist der untere von diesen beiden Punkten. Das ist dann nämlich der obere Bildschirmrand. Das stelle ich mal eben so ein. So, Moment. So, jetzt haben wir das, ne? Und jetzt machst du es so, du siehst ja hier noch den weißen Strich. Jetzt fährst du die Kamera so nah ran, dass der weiße Strich so gerade verschwindet, nicht zu dicht. Weil so habe ich nämlich jetzt die ganze Fläche auf dem Pult, wo ich was zeigen kann. Also jetzt nicht so weit ran, dann kann ich nicht mehr so viel auf dem Pult zeigen. Also wie gesagt, so, ne, und dann fährst du so ein bisschen ran. Und jetzt guckst du auch, dass die unterste Fliesenreihe, dass sie wirklich gerade ist. Nicht so wie hier jetzt, dass hier noch so ein Spalt ist und da nicht, ne. Das also wirklich vernünftig einstellen, dann sieht es auch ordentlich aus. So, und jetzt zeige ich dir nochmal, da ist jetzt der andere Punkt hier, da am oberen Bildschirmrand, das ist der untere. So, und wenn ich mich jetzt vor die Kamera stelle, kann ich so loslegen und quatschen und dann ist das immer richtig eingestellt, auch von der Größe her, dann passt das Ganze. So, wenn man manchmal kontrollieren möchte, ob die Aufnahmen in Ordnung sind, dann stellt man hier nicht einfach auf Kamera, sondern auf Media. Ich zeige dir auch nochmal hier, das musst du auch immer einmal kontrollieren, dass das hier auf dem richtigen Modus steht. Das steht jetzt hier auf Automatik, ne? Da soll es jetzt erstmal immer stehen, wenn wir Chemievideos produzieren. Ja, und ansonsten, wie gesagt, nochmal wichtig, hier immer die Pegelanzeige hier im Auge behalten. Ne? Und ich zeige dir das nochmal eben, dann siehst du es auch direkt. Das hier ist ja der Taschensender, den schalten wir jetzt hier ein, so. Und da das Mikrofon natürlich auch, wenn ich hier hinten bin, den Ton aufnimmt, können wir jetzt hier wahrscheinlich sehen, da siehst du jetzt ist hier der Audiopegel, der muss immer da sein. Und jetzt zeige ich dir nochmal eben, wie man den Kopfhörer hier reinsteckt. Hier habe ich so einen ganz einfachen Kopfhörer zur Kontrolle, da geht jeder, ne? Und dann nimmst du einfach hier das Klinkekabel und hier musst du natürlich ganz vorsichtig sein, hier an das Kabel darfst du auch während des Filmens nicht drankommen, weil natürlich kann, wenn man das hin und her bewegt, dann können Störgeräusche entstehen. Also wie gesagt, der Kopfhörer hier eben einmal rein, so,
und jetzt sitzt es. Kann ich eben, während gefilmt wird, kann ich das Audiosignal permanent kontrollieren und das Ding hier, wie gesagt, auf gar keinen Fall anfassen. Ne, die Kamera am besten wirklich nur hier mit dem Knöpfchen bedienen, hier mit dem Hebel und zur Not mal zoomen, wobei zoomen eigentlich muss ja gar nicht, weil wir unsere festen Positionen hier haben. Und wenn ich versuche, zeige in Nahaufnahme, dann fahre ich die Kamera sowieso meistens selber nochmal da in die entsprechende Position und stelle das Ganze richtig ein. Das kannst du dann natürlich auch vorbereiten. Übrigens, die Kamera ist nicht komplett ausgefahren, wie du siehst. Hier sind so ungefähr 20 cm noch, ne? Die gingen noch ein Stück höher. Also das ist ja auch die Einstellung von dem Stativ. Und bevor man natürlich anfängt zu filmen, hier natürlich nochmal mit der Libelle das Ganze ausrichten. Du siehst, die ist jetzt ganz bisschen schief. Ne? Das bisschen würde jetzt nichts machen, aber wie gesagt, hier unten nochmal den Knopf lösen und dann das Ganze ausrichten. Ja, und dann kann es losgehen und du siehst schon an diesem Video, dass ich das produziert habe. Ich bin gerade wieder dabei, die Technik AG hier aufzuziehen. Ich habe schon wieder einen neuen Kameramann, der wird nämlich quasi hier eingeführt. Und dann kannst du dich nämlich bald auch schon auf Chemievideos freuen und das geht nämlich jetzt bald wieder los. Und ich denke mal, ich mache das meistens nach der sechsten Stunde, dann habe ich so 3 Stunden nämlich bis in den Nachmittag rein und da produzieren wir zwischen 3 und 10 Chemievideos, je nachdem wie aufwendig die sind. Und wenn man das so arrangiert hat hier, ganz praktisch gemacht, dann geht das auch alles relativ fix und dann kommen da gute Videos bei raus.